So, ihr Lieben, ich musste jetzt gerade mal einmal auf Pause drücken, weil ich hatte nämlich gerade ein Problem mit meinem Computer. Der hat nämlich dann einfach im Teil 2 einfach mal ganz böse abgebrochen, die dumme Sau, auf Deutsch gesagt. So, und ich habe irgendwie eine Taste gedrückt und dann aktivieren und dann war mein Aufnahmeprogramm auf einmal aus und so weiter und so fort. Ja, wir waren ja dabei, wir hatten das Feuer gelöscht im Terminal und sind jetzt zu einem Raum gelaufen, wo wir den Brandmeldealarm zurückschalten können angeblich. Und ich soll den zurückschalten, stehe in einem Raum und soll einen roten Taster finden und habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Soweit erstmal kurz zur Erzählung, dass ihr, also ihr habt nichts verpasst, einfach nur ein bisschen laufen und so und ihr habt null verpasst. So, jetzt versuche ich immer noch diesen Schalter zu finden und ich hoffe, dass das klappt. Alter, das Spiel ist so geil, das macht richtig Spaß. André, Hut ab, super geil gemacht. Also, ihr seid klasse von VES Games. Super. So, okay. Dann suchen wir jetzt mal weiter diesen Taster. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. So, hier ist ein Schrank. Aber irgendwie kriege ich den auch nicht auf. Und ich finde hier keine roten Taster. Ah, warte. E. Ah. Prima, das war's auch schon. Mike, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Melden Einsatz hiermit ab. Anlage wurde wieder zurückgesetzt. Treten jetzt den Rückweg an. Alles klar, verstanden. Wir sehen uns auf der Wache. Dann ab nach Hause. Lied. Okay, den Kunden. Aha, Sanitätsstation Gegenwart. Jetzt bin ich wieder in dieser Sanitätsstation. John, bist du noch bei uns? Ja. Melde dich bitte. Ja, ich bin hier, Mike. Mir geht's schon etwas besser. Sehr gut. Und jetzt hör mir genau zu. In einem der Nebenräume gibt es eine Brandschutztür. Diese führt in ein Treppenhaus. Allerdings dürfte die Tür durch das Feuer automatisch verriegelt worden sein. Und wir können sie von hier aus nicht öffnen. Verstanden, Mike. Was soll ich machen? Du musst den Strom in diesem Teilabschnitt abschalten. Suche den Hauptstromverteiler und lege den Hauptschalter um. Alles klar. Bin schon unterwegs. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den finden. Da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Oh, oh, oh. Das sieht sehr ungesund aus dahinter. Seht ihr dieses Riesenfeuer? Aber das scheint hier so eine Art Kontrollraum zu sein. Okay. Ich mache mal Licht. Aber hier scheint es nicht zu sein. Ah. Finde den Hauptverteiler. Schalte ihn aus. Sehr gut gemacht. Hier war die Sanitätsstation. Hier waren wir gerade schon mal drin. Das scheint so eine Art Büro zu sein. Was ist das hier? Lagerraum. Okay. Hier ist auch ein Lagerraum, da qualmt's durch. Da bin ich, glaube ich, rausgekommen. Da ist nichts. Das scheint ein Aufenthaltsraum zu sein, aber da ist kein Strom. F.
Nein. Okay, wo kann dieses scheiß Ding sein? Ah. Hier ist eine Kamera. Ich probiere es jetzt hier mal. Ob hier irgendwas ist. Hier unten scheint ein Kasten zu sein. Ist aber nicht anklickbar. Hier haben wir ganz viele Kästen, aber alle nicht anklickbar. Spinte. Auch nicht. Ja, da geht sowieso nicht raus. Hier auch nicht. Hier ist auch nichts. Dann kann das doch nur hier irgendwo sein. Da oben sind auch Stromverteilkästen, aber man sieht nichts. Hier sind Büroräume. Da komme ich nirgendwo ran, da auch nicht. Spinte absuchen. Ey, wo ist dieser Scheißkasten? F. Hier ist nur eine Wand. Boah, wie ist das doof? Ich finde hier nichts. Mein Auge juckt. Moment. Wo kann dieser Kasten sein? Finde den Hauptverteiler. Da ist nix. Nein. Aber dann wäre da hier ein Kasten. Was ist das hier? Ist irgendwas, aber das ist nicht zu erkennen, was es ist. Das heißt, ich muss in jeden Raum rein. Das nützt nichts. So, hier haben wir die Werkstatt. Nur irgendwo muss dieser scheiß Hauptverteiler doch sein. Hier haben wir ein Aggregat. Ha! Ich habe den Strom jetzt abgeschaltet und mach mich auf den Weg zur Brandschutztür. Verstanden. Melde dich, sobald du das Treppenhaus erreicht hast. Mach ich. Mike, hörst du mich? Ich bin jetzt im Treppenhaus. Das Feuer hat diesen Teil noch nicht erreicht. Wo muss ich jetzt hin? Die Etagen darüber stehen in Flammen. Du musst versuchen, einen Weg durch eine der unteren Ebenen zu finden. Alles klar. Ich werde schon einen Weg finden. Du schaffst das, John. Chris und Alex arbeiten sich durch das Gebäude zu dir vor.
sehe nämlich nichts hier, ihr Lieben. Muss es ja irgendwo auch eine Tür zum Haus geben. Mike, hörst du mich? Ich stehe hier vor einer Stahltür, die sich nicht öffnen lässt. Hier komme ich nicht weiter. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Geh am besten den Gang zurück, den du gekommen bist. Und halte dich an der Gabelung links. Dort sollte sich in einem der Räume ein Luftschacht in Bodenhöhe befinden, der dich aus dem Keller führt. Dann mache ich mich auf den Weg zurück. Wenigstens ist es hier unten nicht so heiß. Eher wie unter einer Dusche. Versuche den Weg zu finden, auf andere Seite zu gelangen. Oh, 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 wie kompliziert ist das denn, ihr Lieben? Da ist was vorgeflogen. Aha, 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 aha. Scheiße. Hier befindet sich gar nichts. Oh, 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 oh. Hier sind irgendwelche Kästen. Was soll sich ja... Scheiße, 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 scheiße. Wo soll denn das sein? Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist zu. Aha. Da war ich schon. Genau, hier ist ein Fahrrad. Was ist das hier? Hier ist auch nichts zu sehen, ne? Seht ihr was? Nö, ne? Ihr müsst mir helfen. Schreibt es unter die Kommentare. Vielleicht haben wir ja Glück. Sehr komplizierte Geschichte. Hier ist ein Stuhl. Das könnte ein Bett sein. Ich sehe aber auch nirgendwo ein Gitter. Waschmaschine. Auch nichts.
Da war ich ja schon ein paar Mal. Da ist das Fahrrad. Scheiße. Auch nicht. Da waren wir auch schon. Ich verlaufe mich hier andauernd. Ist ja kein Wunder hier unten. Wir halten uns jetzt mal in diese Richtung. Da war ich gerade drin. Okay. Da ist die Mülltonne. Wir müssen uns ein paar Sachen merken. Okay. Hier waren wir auch zwar schon mal drin, aber wir müssen richtig gucken, ob wir was finden. So eine Leiter oder was ist hier? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Geh weg. Scheiß Karton. Okay. Da scheint aber auch nichts zu sein. Mal gucken, ob wir noch mehr Räume finden. Da ist die Tür. Da ist noch eine Tür. Ha. Okay. Ah, so weit sind wir schon. Jetzt müssen wir noch gucken, wie es weitergeht. Oh, ist das kompliziert. Jetzt sind wir schon bei 17 Minuten. So, ihr Lieben, wir sind bei 17 Minuten. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht. Tschüss.